Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Too Hot to Handle Germany Reaction hier auf diesem Kanal. Heute zu der dritten Folge und damit erstmal der letzten Reaction. Wie ich schon angekündigt habe, habe ich ja die Freigabe für die ersten drei Folgen bekommen und eins und zwei sind natürlich schon online. Demnach schauen wir heute die dritte zusammen an und ich freue mich drauf. Also ich war letztes Mal echt erschrocken, wie schnell sehr viel Geld hier weg ist. Also ihr wisst ja, für jeden Regelverstoß wird hier Geld abgezogen und nicht nur, dass man meinen könnte, dass die am Ende mit null rausgehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Rest schon, keine Ahnung, in Folge 4 oder 5 aufgebraucht ist. Da bin ich gespannt. Ich werde es natürlich auch privat weiterschauen. Also Reactions, wie gesagt, kommen dann wahrscheinlich keine mehr, aber ich werde es auf jeden Fall privat anschauen. Nicht nur, weil ich das Konzept geil finde, sondern halt auch, weil mich wirklich interessiert, ob die am Ende noch Geld mitnehmen oder ob das ein teurer Spaß war hier. Auf jeden Fall die ganze Folge hiervon und auch natürlich die ganzen anderen Folgen davon sind ja alle schon draußen. Gibt's bei Netflix. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß mit der Reaction und damit let's go. Und lasst ein Like und ein Abo da. Let's go. Ich habe gemerkt, du fühlst dich ein bisschen unwohl so in der Situation. Bisschen. Ja. Ich will ja, dass du dich wohlfühlst und dass wir auf jeden Fall eine richtige Chance haben, uns richtig kennenzulernen. Nicht, dass ich immer hier so irgendwelche Action mache und einen Move zu Laura wieder oder so. Ist gut. Also ich glaube, wenn man sie fragen würde, ob sie sich eventuell wegen der Konkurrenz von Laura unwohl fühlt, dann würde sie wahrscheinlich sagen, nee. Aber so kommt es auf jeden Fall rüber. Ihr wisst ja noch, Kevin, der kann sich nicht entscheiden und muss aber eine Entscheidung treffen. Deswegen, also mein Bauchgefühl würde mir sagen, er wird sich für Emily entscheiden. Ich glaube, da stimmt irgendwie der Vibe einfach mehr. Ich weiß nicht, ob du Angst davor hattest, ob ich wieder zurückgehe oder keine Ahnung. Na, sprachlos? Aber ich glaube, eigentlich wusstest du und ich habe dir auch das Gefühl gegeben, ja, hoffe ich, dass wenn ich das hier mit irgendjemand machen will und durchziehen will, dann ja, mit dir, da kommt so keine andere für mich in Frage. Das war echt cute. He wants me. He wants Emily. Des einen freut, des anderen, oh my God. Natürlich fühlt sich das jetzt gerade nicht so nice an. Das tut weh. Ach, girl. Aber ja, was soll ich machen? Ich glaube, wir brauchen das auch. Vor allem wir brauchen richtig diese Nähe. Laura, I'm sorry, girl, aber I think this is real. Ja, ich dachte, jetzt kommt wahrscheinlich Karma, denn also Laura war sich ja sehr, sehr sicher, dass er ihr gehört, also Kevin ihr gehört. Und ja, das, also jetzt ist sich wahrscheinlich Emily ziemlich sicher. Ich glaube, sicher sein kann man sich nicht dabei. Also ich weiß ja nicht, aber bei Kevin da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er eventuell dann vielleicht doch nochmal nach rechts abbiegt, dann aber wieder nach links und dann vielleicht nochmal kurz rechts vorbeischaut. Aber das werden wir ja sehen. Auf jeden Fall jetzt erstmal für den Moment ist er bei Emily. Deswegen müssen wir in uns investieren jetzt. Hauptsache, die küssen sich jetzt nicht. Ja. Küssen die sich nicht gerade? Ja. Ach, das meinte er mit. Ich habe das gar nicht gesehen, dass die quasi direkt hinter denen sitzen. Ja, da sind wir jetzt schon wieder 6.000 Euro los, ne? Also, das ist auch lustig, die Summen, die bezahlen sozusagen für einen Kuss und so weiter, die lerne ich hier schneller als die Namen. Weil da, also die Namen kriegt man nicht so oft mit wie einen Regelverstoß für Küssen. Investieren. Nee, wäre die ganz teure Variante. Ich konnte nicht aufhören. Ja, da muss er aufpassen. Also die Hand, die könnte jetzt teuer werden. Siehst du mein Smile? Das waren jetzt 6.000 Euro. Wow. Das waren jetzt 6.000 Euro. Das musst du dir mal denken. Aber Hauptsache, heute Abend machen die nichts mehr.
Wie? Die machen heute Abend noch was. Das ist so safe. Das kann ich unterschreiben für dich. Die machen heute Abend noch was. Oh nein. Ja, wo kann ich mich eintragen? Ich würde da auch eine Unterschrift abgeben. Wisst ihr, was ich mich gerade frage? Wenn jetzt so ein Kuss, also theoretisch, das ist jetzt hier der Too Hot to Handle durchgespielt Trick, ja, theoretisch ein Kuss, der eine halbe Stunde geht, der kostet ja scheinbar nicht mehr als ein Kuss, der eine Minute geht. Bedeutet ja, theoretisch könnte man so ja Geld sparen quasi. Das ist so eine Art Sparplan, ne? Könnte man anwenden. Soll er machen, was er will. Ja, macht er auch. Ich wollte Laura nicht verletzen und hab das nicht so just for fun gemacht. Ein bisschen unangenehme Situation. Hat sich das gerade gelohnt? Was? Ja, na, was wir gesehen haben. Wow. Was? Bruder. Ey, nicht das? Ja, ernsthaft? Es war schon wichtig, es war kein also wir machen jetzt einfach Rumkuss, sondern ich will dir damit zeigen, dass ich dich mag. Okay. Aber das war das einzige Geld, was ihr ausgegeben habt. Ja. Ich verzeih dir das. Mir auch? Ja, ich verzeih das. Boah. Ja, bleibt ja nur noch wahrscheinlich eine Person übrig, die es ihm nicht verzeiht. Da warte ich auch drauf, dass da vielleicht mal irgendwie auch so ein Streit, also das wird bestimmt noch kommen. Ne, irgendwann, wenn jemand so voll das Geld rausballert hier und die anderen, es sind ja wirklich welche dabei, die haben gar nichts gemacht. Ja, und wenn du dann Leute hast, die das ganze Geld ausgeben, das könnte auch mal zu einem Streit führen. Also, Kevin, nein, das ist vorbei. Okay, gute Nacht. Kevin. Nein. Er will mir nicht antworten. Kevin. Kevin. Sag ja, Kevin. Bro, okay, Kevin, versprich mir, dass du nicht f***st heute. Kevin. Kevin. Der nächste Morgen. Guten Morgen, Lana. Guten Morgen, Lana. Aber wenn sie uns genau beobachtet hat, dann weiß sie ja, das war halt the cherry on top. Also, ich sag mal so, die Bettdecke, die hat sehr stark gewackelt. Ja, wo es irgendwie ein Erdbeben oder so, glaube ich, könnte die Erklärung sein. Da bin ich ja mal gespannt. Unter Decken können wir natürlich immer noch nicht schauen, aber ich habe das Gefühl, da wird ein bisschen Geld abgehen. In der Nacht habe ich auf jeden Fall neben mir Dinge wahrgenommen und war so, soll ich sie unterbrechen? Aber irgendwie waren die schon so ein bisschen sehr into it. Also ich frage mich ja... Wie viel der Spaß kostet. Exakt. Kannst dich einschätzen. Ja. Lana, du musst Gnade walten lassen. 163 haben wir noch, oder? 164, oder? 164. Ich hoffe, die haben wir noch. Ich hoffe es auch. Ja, ich hoffe es auch. Ich glaube nicht. Du glaubst, ne? Nee. Ich fände es lustig, dass die glauben, dass die immer noch bei 164.000 sind. Das ist eigentlich wie so ein Test. Stellt euch vor, es gibt so drei Antworten und ihr könnt ankreuzen, wir haben die 164.000 nicht mehr, wir haben die 164.000 nicht mehr und wir haben die 164.000 nicht mehr und die malen einfach unten ein Feld dazu, wir haben die 164.000 noch. Perfekt. Ich wünsche euch einen erkenntnisreichen Tag der Enthaltsamkeit. Danke, Lana. Ja, wir verstehen uns halt echt überraschend krass gut. Voll cute. Voll nice. Das habe ich wirklich noch nicht so erlebt. Also auch so jede Berührung fühlt sich an wie so ein elektrischer Blitzschlag. Ich trau. Ja, das wundert mich. Also ja, irgendwie wundert es mich auch, aber das erinnert mich irgendwie an Are You The One, an Chris und Steffi. So ein perfect Match sozusagen. Das wäre natürlich, stellt euch, also damit, da würde keiner betrechnen. Einfach stellt euch mal vor, die wären jetzt nach der Show irgendwie zusammengekommen und wären immer noch zusammen. Ich weiß gar nicht, gibt es ja eigentlich auch sowas wie ein Wiedersehen? Das würde ich auch gerne sehen. Ich traue euch trotzdem zu, dass ihr die Finger voneinander gelassen habt. Ich euch irgendwie auch. Oh. Ich euch auch. Oh, ich euch nicht. Sie sich selbst nicht. Die aktuellen Ereignisse machen ein sofortiges Eingreifen erforderlich. Deshalb habe ich meine Gäste dringend in die Palapa gebeten. Da freuen die sich bestimmt. Wenn Lana ruft, heißt das meistens nichts Gutes. Zwei von euch wurden gestern Zeuge eines öffentlichen Regelverstoßes. Oh ja. Von dem wir schon wissen. Ich hoffe auf euer Verständnis. Solange es dabei geblieben ist. Wir haben es euch eh verziehen. Alles gut. Also wenn das selbst Laura verzeiht. Meine Detektoren haben aber noch mehr beobachtet.
hören wir alle brav. Tobi, Stella, vielleicht. Versteh nicht, warum immer wir beschuldigt werden, ich und Tobi. In einem der Betten kam es vergangene Nacht zu einem besonderen Regelverstoß der Kategorie Küssen plus. Oh, wow. Küssen plus. Leute. Okay. Boah, das wird richtig teuer werden. Wer war das? Ja, bei dem Begriff das Küssen wird richtig plus dachte teuer. Mir, das klingt ja fast so bis so nach dem, was vielleicht ich und Fabio gemacht haben. Ja, ich sag mal so, Küssen plus klingt auch ein bisschen wie teuer plus. Habt ihr euch geküsst, Fabio? Nee. Du lenkst immer so auf mich, also ich weiß nicht. Peinlich. Wir müssen uns um euch eher Sorgen machen. Geht's? Ich hab die Tendenz, sehr schnell rot zu werden. Verständlich. Vielleicht war da was. Siehst du? Oh mein Gott. Anna, Fabio. Ich glaub's nicht. Anna direkt neben mir und ich hab's nicht mitbekommen. Das war aber nicht der einzige Regelverstoß. Wir gehen bankrott. Oha. Oh, Leute. Bei Emily merke ich schon so ein bisschen, dass sie irgendetwas verheimlicht. Ja, also, sorry. Guilty. Oh, es war so klein. Oh mein Gott. Ich wusste es, ich wusste es. War da noch mehr, was ihr noch weichteln ja, wollt? Ja, sagt Sven dann jetzt. Nein, ich glaube, das passt schon so. Meine Festplatte hat noch mehr gespeichert. Oh. Aber bei wem war noch was? Im selben Bett. Och, Mann. Oh. Dort kam es zu manueller Stimulation. Und zwar zweimal. Leute! Das wird diese Pleite nach heute. Glückwunsch. Damit haben wir ein neues Level erreicht. Oder schmiert Emily hier gerade ein Brot? Ich bin noch nicht fertig. Oh. Kevin! Bei diesem Regelverstoß handelt es sich nicht um Küssen, nicht um Ding. Und um nichts, was man mit den Händen macht. Oh mein Gott. Ich sehe es schon in ihren Gesichtern. Wollt ihr mich verarschen? Nee, das ist nicht ernst. Das träume ich gerade, oder? Unser sprechender Bewegungsmelder kann sogar Lippen lesen. Auch unter der Decke. Es tut mir leid. Es ist eh der Drops gelutscht. Gelutscht. Man könnte sagen, ihr habt ganz schön viel Geld verblasen. Ja. Hat sie nicht gesagt. Ja. Anna und Fabio, euer Küssen plus bedeutet für alle 10.000 Euro minus. Wow, herzlichen Glückwunsch. Ja, das sind ja Summen, die sind wir schon gewohnt, ne? Also das überrascht mich jetzt nicht. Kommen wir nun zu Kevin und Emily. Oh, das wird richtig teuer. Boah, das muss echt teuer eure werden. Eure vier Regelverstöße kosten die Gruppe insgesamt 68.000 Euro. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also das schockiert selbst mich. Ich habe überlegt, sage ich 26.000, aber da dachte ich mir so, nee, das ist wahrscheinlich viel zu viel. So viel wird es dann doch nicht. Aber 68, das Geld ist bald weg. Das Geld ist bald weg. Die sind unter den 100.000. Was? Was? Na! Wow. 68.000 Euro. Das ist so krass. Ehrlich. Geld in einer Nacht. Leute, vier Regelverstöße. Warum? Ganz ehrlich, ich dachte, das wäre ein Paket oder so. Dass da jedes einzelne abgerechnet wird, ist verrückt. Ja, er dachte wahrscheinlich, das ist irgendwie so eine Flatrate oder so, ne? Wir wollen euch auf jeden Fall beweisen, dass wir es in Zukunft besser machen. Wenn das nochmal vorkommen würde, dann sind wir pleite. Ja. Ihr könnt es nicht nochmal machen. Euer aktuelles Preisgeld beträgt 86.000 Euro. Was? Oh, Leute. Wir haben jetzt nach ein paar Tagen weniger als die Hälfte von dem ganzen Preisgeld. Ich bin schon richtig sauer. Schlaft's doch einfach. Ja, danke Kevin und Emily. Toll gemacht. Wenn das so weitergeht, müssen die bald den Produzenten dieser Show Geld zahlen. Ja, das wäre natürlich auch geil, ne? So eine Extreme-Version. Dass die einfach
ins Minus können und das, was die im Minus sind, müssen die dann aus eigener Tasche einbezahlen. Das wäre auch geil. Weißt du, ich bin so sprachlos. Ich hätte niemals gedacht, dass jemand so respektlos ist und an einem Abend so viel Geld ausgibt. Ey, das Ding ist, das war nicht nur einmal. Ja, damals schon. Ich meine, so bei Fabio und Anna, ich konnte es voll verstehen. Ich hätte genauso gehandelt. Ja, klar. Aber bei Kevin und bei Emily, ciao. Also, wenn die beiden nochmal einen Regelverstoß begehen, dann werde ich mich zwischen die legen. Merkt euch meine Worte. Ja, da werden die wahrscheinlich nichts dagegen haben. Das Ding ist, ich sag euch ehrlich, ich frage mich bei den beiden, wollen die das Geld überhaupt? Klar, natürlich, wenn da gar nichts passieren würde und nie was von dem Geld weggehen würde, wäre auch langweilig, aber ja, irgendwie bis zu so einem gewissen Punkt, ne? Okay, aber alles, was da drüber geht, und da sind die beiden auf jeden Fall drüber, da frage ich mich halt, ob man das nicht auch irgendwie so ein bisschen bewusst macht. Der Gedanke kommt da in mir hoch. Polizisten spielen. Lana 2 und 3. Können wir ja so gut, ne? Ja, müssen wir jetzt auf jeden Fall. Ja, die letzte Nacht, die ist, glaube ich, ohne Regelverstöße verlaufen. Also ich hätte jetzt keinen bemerkt. Werden wir bestimmt später nochmal mitbekommen. Aber das war dann wohl eine sehr spaßsame Nacht. Und spaßarme Nacht. Ja, ich weiß nicht, bei mir und Stella kommt es einfach gerade nicht so. Ich finde sie unheimlich attraktiv, aber ich merke gerade immer so, okay, mein Körper sucht auch ein bisschen Abstand. So, am Anfang kuscheln und so war noch mega, aber ich mag mich eigentlich immer mehr auf meine Seite wieder zurückziehen. Ja, aber ich sag euch halt auch ehrlich, wenn jetzt jemand Neues reinkommen würde, der mir... Du bist immer noch, gell? Du bist immer noch so, dass du sagen würdest, du würdest wissen wollen, was das für ein Mensch ist. Also generell wäre ich halt auch schon offen, wenn jetzt eine neue Person hier reinkommen würde, die mir gefällt, auf ein Date zu gehen mit ihr. Hat er jetzt die Frage, ob er quasi Stella noch weiter kennenlernen würde oder weiter herausfinden wollen würde, wer sie ist und wie sie ist, damit beantwortet, dass er, wenn eine neue Person reinkommt, auf jeden Fall auf die einlassen würde, war das jetzt die Antwort. Aber das ist eigentlich eine gute Frage, ne? Ich habe ja Too Hot To Handle, das Original habe ich nie so weit geschaut, deswegen weiß ich gar nicht, kamen da immer noch Leute rein? Kommt da jemand Neues dazu oder nicht? Eine Person ist ja gegangen, also theoretisch dafür könnte jemand reinkommen, das wäre natürlich gut, aber wechselt das irgendwie an sich auch durch oder nicht? Das weiß ich halt noch nicht, aber werden wir bestimmt herausfinden. Freunde, hat hier irgendjemand nach einem Regelverstoß gefragt? Nein! Oh, welchen Teil von Nein habt ihr... Damit sind die nächsten 6.000 weg. ...jetzt nicht verstanden. Lass 6.000 Euro auszugeben. Och, nö. Ach, ey, das ist... Was soll man dazu noch sagen, ne? 12.000 weg bedeutet, die waren doch, glaube ich, irgendwie so bei 84.000, 86.000. Ja. Die gehen hier ohne Geld raus. Die gehen hier 100% ohne Geld raus. Das geht gar nicht anders. Einfach nicht aufhören zu küssen. 3 Stunden. Die Frau, ja, macht mein Trick von vorhin. Ich weiß noch nicht ganz was, aber da ist auf jeden Fall was. Kann auch weitermachen, es beobachtet uns nicht. Oh, nicht noch. Das kannst du dir doch nicht ausdenken. Jetzt sind die 12.000 wieder los. Diesmal bin ich's nicht. Ich bin voll entspannt. Alles gut. Ich hab's echt satt. Mir steht's bis hier oben, wie ihr das Geld aus dem Fenster schmeißt, Leute. Soll ich gehen? Nee. Vielleicht will Lana uns heute ausnahmsweise mal eine positive Nachricht überbringen. Ja, es kann auch was Gutes sein. Heute Abend Party oder irgendwie sowas in die Richtung. Es wird mal wieder als Zeit. Erinnerung vielleicht, weil doch alle brav waren. Hey, ich hoffe, dass alle brav waren. Ich glaube, über Freispiele würden die sich sozusagen am meisten freuen. Hallo. Es gibt einen Grund, warum wir uns so früh wiedersehen. Oh mein Gott. Zu früh gefreut. Was ist passiert? Ihr habt euch geküsst? Ohne ja, am Pool. Laut wie ja, wirklich? Ja, egal. Oh, Leute, ah, 6.000 weniger. Egal. Das ist ein bisschen anders. Ja, aber trotzdem, ihr denkt gar nicht an uns. Wenn ich ehrlich bin, fühle ich mich wirklich nicht so schuldig, weil wir haben es lang genug rausgezögert. Aber anscheinend sind wir denen egal. Ja, wenn Stella und Tobi sich unter Kontrolle halten können und Amy und Kevin, dann könnte das ja auch. Warte.
Wow. Abwarten. Ich kenne dieses nervöse Lachen, okay? Mein Pokerface ist praktisch nicht existent. Ey, das kann nicht euer Ernst sein. Stella, hat Ellen was gemacht? Ja, also, um ehrlich zu sein, wir hatten einen Kuss. Ja, ja, sie wusste, ich hab's so. Es gibt einen weiteren Regelverstoß. Das ist aber nicht dein Ernst. Ich stehe drauf und gehe hier weg. Das ist nicht euer Ernst. Leute! Vom selben Paar. Oh. Ach, Leute. Was war denn? Erwischt. Was war denn? Zählt als zwei Küsse anscheinend. Korrekt. Zwei Küsse zählen als zwei Küsse. Zwei Küsse? Und ihr wisst nicht einmal, dass es zwei waren. Wir haben extra versucht, nicht aufzuhören und so lange wie möglich rumzuflutern. Aber wir müssen halt Luft holen irgendwann mal. Oh Gott, Leute. Zwei Küsse im selben Moment? Das ist respektlos. Diese beiden Regelverstöße reduzieren das Preisgeld um 12.000 Euro. Hammer, sehr gut gemacht. Richtig, richtig geil. Das tut mir echt leid. Also, sorry, aber... Das geht gar nicht, ne? Also gestern, da habe ich hier noch 86... wie viel waren das? 68 oder... 68, glaube ich, oder? Naja, egal. Das ist ja sowieso... Ist alles das Gleiche, ne? Aber ihr mit euren 6.000, das geht gar nicht. Schämt euch. We're talking about real cash here. Das ist kein Spiel mehr. Gut, dass sie es nochmal erwähnt hat. Und das habe ich echt gemerkt jetzt und... Die anderen anscheinend noch nichts. Zusammen mit dem Regelverstoß von Anna und Fabio ergibt sich ein Abzug von 18.000 Euro. Das Preisgeld sinkt damit auf 68.000 Euro. Super, Leute. Sorry. Bravo. Ihr sollt lernen, tiefgründige Beziehungen aufzubauen. Gemeinsam mit zwei neuen Gästen. Oh, zwei direkt, okay. Interessant. Da sind sie auch schon. Auch sie müssen lernen, bedeutungsvolle Verbindungen aufzubauen. Und wie ihr, wissen sie noch nicht, dass sie Teilnehmer meines Retreat-Programms sind. Sie denken, sie wären bei Tropical Desire. Ja, das waren die guten alten Zeiten, ne? Da sind wir alle davon ausgegangen, wir sind hier bei Tropical Desire und nicht bei Too Hot to Handle. Das wird gleich eine böse Überraschung geben für die beiden. Der Name meines ersten neuen Teilnehmers lautet Sophie. Oh, ah. Oh. Sophie ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Name und der hört sich nach Blond an. Also eine Sophie könnte auf jeden Fall in meinem Bett schlafen. Die beiden neuen Teilnehmer durften sich jeweils einen von euch für ihr Date aussuchen. Ich sag, die hat 100% Kevin genommen und er... Laura. Laura, glaube ich. Sophie geht auf ein Date mit... Oh. Jetzt wird's interessant. Tobias. Oh, okay, Glück gehabt. Oh. Also Emily hat Glück gehabt. Wer hätte es gedacht? Eigentlich fühle ich mich schon ein bisschen... So. Ich habe Angst, Tobi flirtet ja auch sehr gerne und wenn da jetzt seine hundertprozentige Traumfrau steht, dann... Tobi freut sich gerade. Stella, pass auf. Sophie wird die Beziehung zu Stella auf jeden Fall auf die Probe stellen. Unser zweiter neuer Gast heißt... Es gibt Dates! Oliver. Oh, Oliver. Jetzt ist my time to shine. Oliver geht auf ein Date mit Emily. Boah. Emily, okay. Hello. Hey. Na? Okay, wow. Setz dich. Emily, hi. Hi, ich bin Olli. Was geht? Gentleman. The Gentleman, wie am Buche steht. Da wird schon aufgestanden hier, ne? Sehr gut. Oliver, der weiß, wie es geht. Aber interessant wird natürlich, ob hier auch gleich das Geld wieder minimiert wird. Bei einem der Dates, also ich würde an sich sagen, nee. Aber ja, wir sind halt bei Tropical Desire und deswegen kann ich mir da schon vorstellen, dass vielleicht auch wieder mal so 6.000 Euro weggehen bei einem der Dates. Schöne Augen hast. Ja, du auch. Grün. Grün, ne? Grün mit bisschen Blau.
seine Augen. Oh mein Gott, ich gucke da rein und ich sehe sofort Bad News. Ich bin mal gespannt. Guckst du dir vielleicht mal ein bisschen näher an? Oder? Ja, nee, lieber mach's nicht. Schließlich hast du einen Kevin allein zu Hause. Du zitterst ein bisschen, bist du nervös? Ja, ja du nicht. Bist du ein bisschen nervös, ja? Du brauchst nicht nervös zu sein. Ich habe Laura ja absolviert, so, für Amy. Stimmt, ne? Dann wäre eigentlich ja jetzt er dran. Ja, mal schauen. Könnte passieren. Bessere Vibe war. Kann auch sein, dass bei dem jetzt besseren Vibe ist. Kannst du gut küssen, willst du sagen? Stabil. Ja, stabil. Das ist auch eine gute Antwort. Ich bin tatsächlich sehr nervös. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich verhalten soll. Ich bekomme so 99,9%, was ich möchte. Ich bin Sophie, meinen Augen kann niemand widerstehen. Ich komme besser mit Männern klar, weil Frauen mich oft als Konkurrenz ansehen. Das könnte hier natürlich auch so sein. Vor allem Stella, ne? Die wird hier, glaube ich, schon eine Konkurrenz drin sehen. Wow, blond. Hi. Schöner Körper. Tobi, hi. Hi, Sophie. Schön, dich kennenzulernen. Das ist auf jeden Fall absolut mein Beuteschema. Du hast mega schöne Augen. Du auch. Krass, ey. Du hast viel schönere Augen. Glaube ich kaum. Yes. Mein erster Eindruck ist auf jeden Fall, ja, mega. Du siehst super aus, ey. Dankeschön, du auch. Ey, also wirklich, als ich dich gerade gesehen habe, ich bin echt sprachlos. Dankeschön. Krass. Der kommt gar nicht mehr klar. Kannst du dir denn vorstellen, hier auch weiterzugehen und zu haben? Ich will auf jeden Fall hier zu haben, ja. Sehr gut. Jetzt kommt's. Ich muss ehrlich sagen, es macht richtig Spaß, ihm jetzt diese Anfrage zu bringen. Ich fühle mich ein bisschen wie Lana. Es gibt ein paar Hausregeln. Und zwar kein Küssen, kein Pissing, kein... Verarsch mich nicht. Oh. Keine Selbstbewegung. Du bist hier halt bei Too Hot to Handle. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Der geht wieder. Ich weiß nicht, wie ich mit dieser Information umgehen soll. Es gibt halt ein Preisgeld, 200.000 Euro. Und davon haben wir... Schön laut, damit es alle hören. Was habt ihr schon? Was habt ihr schon gemacht? Habt ihr schon alles verloren? Oder? Auf jeden Fall schon mehr als die Hälfte. Mehr als die Hälfte habt ihr verloren. 66%, um genau zu sein. Und wir sind gerade mal bei Folge 3. Also wenn die Geld verlieren können, dann kann ich auch Geld verlieren. Genau so. Das ist die richtige Einstellung für hier, ey. Mann, sowas wollen wir hier hören. Oliver, sehr gut. So funktioniert diese Show nicht. Küss mich jetzt. Nein, tu's nicht. Safe, doch, oder? Du lügst. Nein, ich schwör auf alles. Du willst mich testen, ob ich dich küsse oder nicht. Ich schwör auf alles. Dann küss mich. Wir sind ja schon ein bisschen länger da und jemand ist schon dabei, mit dem ich schon so ein bisschen... Bist du ein bisschen intensiver bist mit ihm? Ja. Ja, mit dem habe ich halt schon so ein bisschen Wenn Geld verloren. Ne? Nehme ich mir schon das, was ich will, dann werden wir sehen, wo die Reise hingeht. Eben. Ja. Ich meine, man muss offen sein. Ja? Same. Ich bin auch, wie gesagt, ein offener Mensch und ja. Scheint nochmal gut gegangen zu sein für die Gruppe. Wieso hast du mich ausgewählt? Deine Ausstrahlung. Ja, ich habe da so die Bilder so durchgeschaut, ne? Eins nach dem anderen. Und da habe ich mir so gedacht, du hast den geilsten Charakter, deswegen nehme ich dich. Ja? Mhm. Und die sind echt auch so. Ja. Besser sogar. Besser? Yes. So wie du aussiehst, du bist absolut mein Typ. Ich glaube, Sophie ist Tobis Typ. Die Ankunft von Sophie hat mich auf jeden Fall ins Grübeln gebracht. Sie hat mich halt auch verzaubert. Verzaubert. Das heißt ja nicht, dass der Vibe da ist. Ja, das stimmt. Nee, da würde ich mir auch keine Sorgen machen hier. Yes. Ich habe keine Bedenken, dass wir irgendwann miteinander im Bett landen. Hätte ich auch absolut Lust drauf. Also, da könnte ich nie im Leben Nein sagen. Und du? Was stellst du dir so vor? Ich mag es gern zu spielen, zu verführen, zu flirten und alles, was darauf folgt. Okay, das wird, glaube ich, immer besser gerade. Oh, also ich glaube, damit ist er hier weg von Stella. Meine Vermutung. Kannst du dir wirklich so was Ernstes mit ihm vorstellen? Es hört sich zwar doof an, aber obwohl wir uns erst ein paar Tage so kennen, glaube ich schon, dass ich Gefühle
entwickelt habe. Oh. Also auch als das jetzt so kam, das hat nochmal gezeigt, was ich wirklich so denke. Ja, irgendwie schon so meiner. Mhm. Worte, die wir von Laura noch ganz genau kennen. Da klang das sehr ähnlich. Und wie es geendet ist, wissen wir ja. Ich muss dir was beichten. Mhm. Du bist ja hier, um Spaß zu haben. Ja. Um dich auszuleben. Ja. Vielleicht wird es nicht ganz so, wie du dir das vorstellst. Warum? Du bist bei Too Hot to Handle. Oh mein Gott. Oh mein Gott. No way. Yeah. Nein. Doch. dass ich bei Too Hot to Handle bin, sehe ich mit gemischten Gefühlen. Aber Regeln sind da, um sie zu brechen. Oh mein Gott. Es ist hart auf jeden Fall. Komm, dann fang doch mal direkt an. Richtig geile Zeit haben. Eigentlich müsste man das mal ausrechnen. Das kann gerne jemand von euch machen, der gut in Mathe ist. Wie viel könnte theoretisch, wenn man mal von 200.000 ausgeht, wie viel hätte jeder zu verlieren? Also wenn das so fair aufgeteilt wäre und jeder hätte dann halt so beispielsweise 10.000 Euro. Wie viel hätte da jeder Einzelne? Also ich muss schon sagen, dass sie halt optisch absolut mein Typ ist. Ja, eine Konkurrentin noch mal auf so einem Niveau zu haben, ist schon etwas schwieriger. Aber ich glaube, eine Sophie kann unser Band nicht einfach so schnell zertrennen. Ich glaube schon, dass Stella mir trauen kann. Aber ich weiß gerade selbst nicht, ob ich mir trauen kann. Ich schwör's euch, ich wollte genau damit wollte ich das vollenden. Er weiß aber nicht, ob er sich selbst überhaupt trauen würde. Und damit sind wir hier am Ende der dritten Folge angekommen, Freunde. War eine sehr geile Folge. Ich glaube, ich gucke mir sogar direkt die vierte an. Ja doch, ich glaube schon. Könnt ihr auch gerne machen. Link zu Netflix, wie gesagt, ist unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich freuen. Und wir sehen uns natürlich auch morgen wieder. Ich weiß noch nicht genau, was online kommt. Ich denke wahrscheinlich The Real Life auf jeden Fall. Und vielleicht auch noch irgendwas anderes. Wie auch immer, bis dahin, Freunde. Ciao.